das Benehmen von Ibrahim a.s. in diesem Ausspruch. Am Anfang hat er ja gesagt, er erschafft mich, er gibt mir zu essen, er gibt mir zu trinken und wenn ich krank werde. Er hat nicht gesagt, und er macht mich krank. Natürlich ist Allah azza wa jal derjenige, der krank macht, das ist ja klar. Aber du redest nicht so mit Allah und du redest nicht so über Allah subhanahu wa ta'ala, sondern das, was augenscheinlich auf den ersten Augenblick als schlecht aussieht, sollst du nicht Allah zuschreiben. Aber Sekunde mal, gibt es noch einen anderen Gott? Darum geht es nicht. Sondern du sagst, ich werde krank. Und dann sagt er was? Fahuwa yashfin. So heilt er mich, hat er gesagt, so werde ich geheilt? Nein, nein. Sondern wieder im Aktiv, so heilt er mich. Und das lernen wir auch vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, als er gesagt hat, auch im Dua, وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ. Und das Schlechte wird dir nicht zugeschrieben. Obwohl er Schöpfer allen Seins ist, des Guten und des Bösen. Wer hat denn bitte schön Iblis erschaffen? Gibt es noch einen anderen Gott? La ilaha illallah. Allah hat Iblis erschaffen, Allah hat die Krankheit erschaffen, Allah hat Erdbeben erschaffen. Allah ist Schöpfer von allem, von Gutem und Schlechtem. Aber wir müssen uns benehmen. Ich meine, im alltäglichen Leben wirst du jemanden, von dem du Hilfe brauchst, auch nicht direkt ansprechen, ja? Sondern du wirst es anders umformulieren. Zum Beispiel, dein Chef hat irgendwas Falsches gebaut, dann sagst du, ja, man hätte es vielleicht auch so machen können. Du sagst dann, also bitte, was ist denn das, was du da machst? Warum? Ja, du, dann fliegst du vielleicht raus aus der Firma. Also versuchst du, deine Worte auszuwählen. Das ist ein Geschöpf, der versorgt dich nicht. Der ist nur ein Mittel, dass die Versorgung Allahs zu dir kommt. Aber der Versorger ist Allah. Wenn du also deine Worte auswählst im Gespräch mit Geschöpfen, dann solltest du sie erst recht auswählen im Gespräch mit dem Schöpfer oder über den Schöpfer, subhanahu wa ta'ala.